Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. In der letzten Folge habe ich ja die Aufgabe gestellt, eine Zähleinrichtung für einen Kaffeeautomaten zu programmieren und hatte auch versprochen, heute mal eine mögliche Lösung mal vorzustellen. Es gibt natürlich unendlich viele Lösungen. Wie man das Prinzip machen könnte, zeige ich mal wieder am System. Hier bin ich direkt schon im Compiler. So, wir brauchen zunächst einmal eine Variable, eine Integer-Variable, Betrag. Und in dieser Variablen werde ich dann das aktuelle Guthaben immer abspeichern. Und wir gehen mal direkt weiter runter in die While-Schleife. Vor der While-Schleife setze ich zunächst einmal den Port P1 gleich 0. Der Port P1 soll ja erkennen, welche Münze eingeworfen worden wurde. Und den setze ich erstmal auf 0, sodass ich da erstmal einen freien Port zur Verfügung habe. Gut, vielleicht ein kurzes Statement, dass es dann auch wirklich losgeht. Los geht's. Okay, Klammer zu. So, und in die While-Schleife können wir jetzt das Problem beispielsweise mit einer Switch-Case-Anweisung lösen. Ich habe das hier mal vorbereitet und brauche es einfach nur reinzukopieren. So, und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht, dass ich zunächst einmal den Port P1, den ich vorher auf 0 gesetzt habe, laufend abfrage in dieser While-Schleife und dann je nachdem, welches Bit gesetzt worden ist, entsprechend den Betrag erhöhe. Also zum Beispiel, wenn das niederwertigste Bit gesetzt worden ist, das heißt in dem Port steht eine 1, das heißt es ist ein 1-Cent-Stück eingeworfen worden, dann gebe ich aus printf und dann Betrag und dann den Wert in Cent und den Betrag habe ich dann vorher direkt um 1 inkrementiert, sodass wenn der Betrag vorher auf 0 Cent war, dieser Betrag inkrementiert wird auf 1 Cent und dann entsprechend ausgegeben wird. Anschließend schreibe ich direkt wieder eine 0 in den Port, damit der Port wieder frei ist, damit das nächste Geldstück eingeworfen werden kann. Man kann sich hier das nochmal für 2 Cent angucken, dann inkrementiere ich eben für 2 Cent. Bei dem dritten Bit, da das hat die Wertigkeit 4, 2 hoch 2 sind 4 und dann ist ein 5 Cent Stück eingeworfen worden. Und so weiter. Das geht dann weiter bis zum höchstwertigen Bit, Case 128. Also wenn das siebte Bit gesetzt worden ist, das höchstwertige Bit, dann ist ein 2-Euro-Stück eingeworfen worden. Das heißt, der Wert soll um 200 inkrementiert werden. Okay, ich kompiliere das Ganze mal. So, und dann einmal in den Simulator. Okay, da ist der Port 1. Ich starte dann das Programm. Das heißt, der Port wird direkt auf 0 gesetzt und es gibt die Meldung, los geht's. Ich werfe mal ein 2-Cent-Stück ein, gehe dann in die serielle Schnittstelle mit der Maus. Das muss ich machen, damit der Simulator auch erkennt, dass ich jetzt das Enter, was ich jetzt drücke, auch tatsächlich über die serielle Schnittstelle eingeben möchte. Drücke drauf und er erkennt, aha, es sind 2 Cent eingeworfen worden und gibt dann den Betrag, den aktuellen Betrag mit 2 Cent auch aus. Den Port P0, den Port P1 haben wir direkt wieder auf 0 gesetzt. Ich gebe mal 1 Euro ein. Ganz links hatten wir 2 Euro, da ist es 1 Euro. Gehe dann wieder hier in diese serielle Schnittstelle, drücke wieder auf Enter und er erkennt, ist 1 Euro eingegeben worden. Okay, machen das Ganze mal mit 50 Cent. Und wunderbar, 50 Cent ist dort eingegeben worden. Unter dem Video findet ihr gleich auch den Source Code nochmal, den werde ich da rein kopieren und schreibe dann dort auch schon die nächste Aufgabenstellung für die nächste Woche rein. Und zwar geht es dann darum, die Getränkeausgabe zu realisieren.